Hola die Waldfee, willkommen bei einer weiteren Runde die Forest mit eurem Vulture. Ich dachte, ich erschrecke mal diejenigen, die das erste Mal hier sind. Der Dialekt ist jetzt übrigens nicht gespielt, das ist meiner. Servusle. Leute, ich habe den Recrow-Mode jetzt da mal angeschmissen, wie ihr gesagt habt. Jetzt bin ich gespannt, ob die Bäume schon gewachsen sind. Auf jeden Fall hat es geklappt, weil über meinem Forest-Logo stand Regrow. Erst habe ich es mit C geschrieben und dann habe ich mir gedacht, naja, eine Rie-Krähe gibt es wohl nicht. Ich glaube, ich muss erst schlafen. Habe ich das richtig gelesen? Ja, dann schlafen wir. Wir wollen. Da guckt euch das an, was euch hier erwartet bei mir. Fettes Custom-Building. Vier Wände mit Fenster. Ich will das heute fertig bauen. Ich habe mir das überlegt, wir warten mit den Knochen. Ich will da eine zweite Etage drauf. Ihr habt mir ja ein paar Tipps gegeben und ich habe mich nochmal so informiert. Ey, fuck, jetzt kann ich nicht schlafen. Ich will doch die Bäume spawnen lassen, Alterle. Ey, was ist mit seiner Energie los? Alterle, du bist ja fast am Ende. Ich meine, so kenne ich dich aber. Nameless. Ey, das ist schon getrocknet. Und es ist edible. Guten Appetit, mein Freund. Guten Appetit. So, komm, hol dir Wasser. Edible bringt halt irgendwie nicht so viel, ne? Wir holen uns draußen noch einen Waschbär. Wir holen uns noch einen Waschbär. Jedes Mal macht er das gleiche falsch hier. Mit C. Nochmal kurz nachzünden. Du weißt, dass es hier schnell ausgeht. War das jetzt schneller fertig wie sonst? Haben die da was gepatcht, von dem ich nichts weiß? Haben wir hier auch eine Tür gehabt? Ha, ja, guckt euch das an. Custom Building, Männer. Zwei Zäune, zwei Türen. Ich habe so Bock gehabt schon wieder heute auf das Spiel. Der Hammer. Der Hammer. Ich will da unbedingt weitermachen, aber wir brauchen was ordentliches zum Fressen. Sonst haut's den nämlich bald um hier. Hier. Guten Abend. Und dann schlafen wir später und dann haben wir die Bäume. Dann haben wir die Bäume. Kopf, lass mal liegen. So, den kriegst du jetzt noch zum Essen, mein Freund. Und dann sausen wir mal kurz los. Vielleicht finden wir ja doch, bis wir schlafen können, ein, zwei von den Dies. Bist du unterwegs, Alter? Ich hab dich doch erwischt. Jo, und schwimmen kannst du auch, oder was? Komm jetzt her zu mir. Ja, ich weiß, ich soll's mit dem Bogen jagen. Dafür habe ich jetzt das Feuer wieder aus, wenn ich zurück bin. Wetten wir? Komm mal, hier einen richtigen Satz drüber. Ah. Ah ja, die Tür war ja falsch gebaut. Ja, Custom Building hier. Vom Feinsten. Vom Feinsten. So, mein Freund, leg dir noch ein Stückchen Fleisch drauf. Hier, saftiges. Ey, Alter, dieses Feuer, jetzt mal ehrlich. Ey, ohne Witz. Können wir was essen? Wäre super. Das war's wieder mit dem Spaß. Ja, hat seine Meinung gesagt. Sollen wir mal hochgehen, wo die Horde war gleich. Aber so viele, Alter. Die machen mich tot mit meinem Null-Rüstungs-Experiment hier. Kann ich schon schlafen? Nee. Wir müssen irgendwas unternehmen. Ich kann jetzt nicht hier rumstehen und im Dunkeln Bäume hacken. Habe ich keinen Bock gerade. So, jetzt ist aber alles aufgefrischt hier. Jetzt kann ich ausgehen, Feuer. Tschüss. Keiner will dich, keiner liebt dich. Ich weiß, deswegen gehe ich ja immer aus, Voucher. Auch diese Tür hat alles, was sie braucht. So, pass auf. Wir sind ja nicht von vorgestern. Wir haben ja eine Community, die uns sehr, sehr viel beigebracht hat schon. Nimmst du mal die Axt hier, mein Freund. Dann kannst du jetzt auch ein bisschen zünseln. Mit L war das. Mit L. Nameless. Alter... Ah, ich war auf J.
Das Mikrofon steht vor der Tastatur. Und ich bin ja immer noch so voll noobig, dass ich draufschauen muss, was ich tue. So, ich hätte es später anzünden sollen, ich merk's gerade. Gegessen haben wir, getrunken haben wir. Wir haben noch gut 5 Minuten, die wir rumbringen müssen. Guck, hier spawnen dann morgen früh überall Bäume, Alterle. Überall. Ah, da ist einer. Der hat seine zwei Frauen dabei. Der hat seine zwei Frauen dabei. Wenn es nur 3 Stück bleiben, haben wir vielleicht Glück und ich überlebe das hier. Wo ist denn jetzt die hin? Wir nehmen die mit. Wie weit sind wir denn weg? Ach, das geht. Hau ab, Alter. Hat er zwei Frauen gehabt, habt ihr gesehen? Zwei Frauen. Der Publisher neigt ja immer dazu, so ein bisschen was einzuprogrammieren, was er sich so von Herzen und so. Ja, die können ruhig wissen, wo ich wohne. Das hat man noch nie viel ausgemacht. Jetzt hoffe ich, dass das Feuer mitspielt. Halt. Haben wir als erstes den Holz. Jo, und wie es mitspielt. Wie immer spielt's mit. Wie immer. Willkommen zurück zu Hause, Voucher. Sag doch gleich, Penner, zu mir Feuer. Ey, Alter, zünd das Feuer an. Naja, dann droppen halt erst. Und zünd dann das Feuer an. Jetzt musst du den wieder aufnehmen. Leute, das sind ein paar Knebern. Knebern, also sagen wir zu Knöchelchen. Ja, der dampft doch. Hol die Alte noch hinten. Geil. Geil, geil, geil. Noch vorm Schlafen gehen so viel Glück gehabt. Eine kleine Gruppe erwischt, Leute, oder? Eine Dreiergruppe. Naja. Hallo, wir sind noch mal... Okay. Tschüss. Das traue ich mir jetzt nicht ganz zu. Das sind 4. Seht ihr da hinten, da wo es so dampft und stinkt? Alter, du Sack. Vielleicht... Oh, oh. Oh, 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 oh. Ich hoffe, man sieht nicht, dass ich gerade erschrocken bin. Oh, bo, bo, oh, bo, 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 bo. Scheiße, Alter, die haben sich voll vermehrt, geschwind. Der macht meinen Zaun kaputt, der macht doch meinen Zaun kaputt, das Arschgesicht. 6. Ich bin so aufgeregt, ich habe voll vergessen. Oh. Ich glaube, wenn man den Menüs hier machen, die nichts, gell? 1, 2, 3, 4, 5. Ey, fick. Entschuldigung. Entschuldigung, ich bin normalerweise ja ein Lieber. Oh, Typen, echt Typen, was ist denn jetzt los? Das war so eine Scheißidee schon wieder. Das war so eine Scheißidee von mir, es tut mir leid. So. Alles klar. Alter, ich hab's noch nicht mal angezündet, ich Säckel. Verdammt! Verdammt! Ein wunderschöner Tag wie heute. Also, unser Zaun hat sich so gelohnt, oder Leute? Bin ich draußen oder drin? Der ist über meinen Zaun drüber guckt, die dumme Ratte. Jetzt müssen wir zum Zelt kommen, dass ich schlafen kann. Ey, Alter, das kann so nicht bleiben. Der ist über meinen Zaun drüber gehüpft. Alter Brookie. Deine Prophezeiungen hier schon wieder, ne? Beim Voucher ist Einweihungsparty morgen, Leute.
Zu geil, bisschen Action. Ja, aber das kann so nicht bleiben. Da bringen mir nicht mal Spikes was, oder? Da bringen mir nicht mal Spikes was. Alter Scheiße, ist das doof. Hey, da ist Wasser drin. So. Ich schlaf die mal kurz weg. Ich war nicht vorbereitet. Ich freue mich noch so über die. Wir speichern das auch mal. Ey, so ein Kacker. Ey, so ein Mist. Da war aber noch eine tot rumgelegen. Jetzt sind die Bäume wieder da, ne? Ne, die sind nicht da. Oder wachsen die jetzt erst dann langsam? Ey, so ein Mist. Die haben meinen ganzen Plan durcheinander gebracht hier. Was ist hier mit Recrow? Sind die noch in meinem Lager? Das kleine Stückchen Knochenrüstung, was ich gebaut habe, ist schon wieder weg jetzt, oder was? Ich laufe da aber auch rum hier, wie der Held vom Feld. Wo ist denn der Tote? Wir haben doch noch einen erlegt. Den haben wir bestimmt weggeschlafen, ne? Der ist jetzt schon verwest. Nee. Brauchst gar nicht zucken. Du brauchst gar nicht zucken. Kommst jetzt mit. Du bist unser letztes Stück Knochenrüstung, das wir haben. Also wenn Recrow bedeutet, dass dieser eine Baum nachgewachsen ist, dann juhu. Alterle. Na schön, dann ist wenigstens mal keine reine Baufolge geworden. Alter, der ist über unseren Zaun gehopft. Da will ich schon gar nicht mehr wohnen in dem Scheißding. Wie mache ich denn das? Der ist da drüber gehüpft. Ist es jetzt, liegt es an dem blöden Zaun? Oder sind es andere gewesen vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ja, baue ich hier noch einen Zaun hin? Ist mir egal. Das Feuer brennt. Da weißt du, warum das Feuer brennt? Ich kann es dir sagen. Aus Schadenfreude. Dieses Feuer brennt jetzt gerade aus Schadenfreude. So, wir brauchen nachher ein bisschen Wildschwein. Was habe ich denn da jetzt reingehängt? Da, ein frisches. Frisches Alterle bringt dir was. Feuer tut mir gefallen, mach das fertig, was du da angefangen hast. Ich will mein zweistöckiges Haus. Da bin ich zwar auch nicht sicherer, wenn sie über den Zaun kommen, die blöden Hunde. Komm, hüpf rein. So, pass auf, ich baue jetzt aber noch kein Dach, weil. Also schon ein Dach in dem Sinn, aber kein Dachdach. Ein Flachdach. Wir bauen ein Flachdach. Passe mal auf. Das war diese Floors. Ja, die setze ich jetzt hier hin. Will ich sie ganz rüber? Ja, ich möchte sie ganz rüber. So, und dann gibt es doch diesen Dinger hier, ne? Diesen Hole Cutter, den Lochmacher. Und da baue ich dann. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich mir hier kein Loch reinstanze. Mach das mal weg. So, wie viele Bäume? Ach, sieben Gatherlocks. Sieben. Einen haben wir noch draußen, das heißt, wir brauchen eigentlich nur einen Baum. Haben die uns hier das Lager gestürmt, die Ratten? Die feiern sich gerade bestimmt, aber das gibt Rache, Alter. Das gibt Rache, das hoffe ich, dass euch das klar ist. Liebe dies, dass der Voucher. Ach Gott, ich werde mich so rächen. Ich werde mich so rächen. Hier drüben, ne? Ich weiß nicht, welche Himmelsrichtung das gerade ist. Da, wo wir jetzt vorhin waren, da werde ich sie aufspüren. Ja, das mit dem Recrow, ich weiß ja nicht. Doch, das sind Bäume, die vorher weg waren. Naja, immerhin. Wir brauchen jetzt erstmal einen für dieses Flachdach. Hammer, oder? Das lässt mir jetzt wieder keine Ruhe. Fühle mich natürlich jetzt super sicher in unserer Base. So sicher habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Drüben kamen sie nicht über den Zaun. Das spricht sich doch rum unter denen, weißt du? Dann kommen die jetzt jede Nacht. Da hört ihr beim Voucher kann ich über den Zaun gucken. Wartet nur ab. Ich werde überall so ein kleines Feuerding hinsetzen. Nicht auf meinen Wagen. So, kannst gleich wieder recrowen von mir aus. Ich sag recrow, wie Krähe, und die Krähe schreit. So, Alterle. Da macht man echt was mit hier. Da
Der Bruki feiert sich bestimmt auch, wenn er das anguckt. Wie seine kleine Vorhersage hier so zutrifft. Ich find's irgendwie geil, Alter. Ich find's echt geil. Ey, da musst du aufpassen, ohne Rüstung bist du hier voll das Fleisch für die. Was mache ich denn? Ich renne mit 4 Bäumen da in der Gegend und brauche doch 6. Also Bäume. So ein Scheißhaufen. Sorry, das ist eine Folge, in der sage ich oft ganz schlimme Worte, aber hey. Schlimm. Ey, komm, was machst du? Weißt du, wenn du das Feuerzeug weglegen würdest, nicht, dass mich's nervt, dann kann man auch richtig arbeiten hier mit 2. Ich höre schon wieder irgendwas. Jetzt bin ich natürlich ultra froh, dass die da über unseren Zaun kommen. Komme ich zurück, stehen 4 da, weißt du? Haben wir schon 2 getötet. War wieder die Horde. Sie wahrscheinlich auch recrowed. Jetzt Dankeschön für die Bäume. Naja, ist gut. Das gibt Rache, ist ganz klar. Ich rotte die aus. Ich habe schon überlegt, vorhin, als das passiert ist, ob ich gucke, wo die wohnen. Und dann baue ich einen Zaun um die, dass sie nicht rauskommen. Sowas in der Art wird es werden. So Finale. Aber jetzt baue ich erstmal meine Decke. Alterle, wie mich das nervt, dass die da jetzt drüber kommen. Hoffentlich gibt es einfach nur spezielle von denen, aber der ist ja gehüpft. Da müsste ich doch aber auch drüber kommen. Wir sind doch nameless. Wir sind doch, Da brauchst du keine Tür mehr, Alter. Die kannst du einfach auflassen, weißt du? Weil, bringt eh nichts. Der ist da drüber gehüpft. Der ist da drüber gehüpft. So. Baue ich mich hier zu, ja? Nehme das in Kauf, dass ich hier den weiten Weg laufen muss mit den scheiß Stämmen. Und die hüpfen mir über den Zaun. Ich baue da einen Spike auf die andere Seite, dass er reinhüpft, wenn er kommt. Jawohl. Ich wollte gerade sagen, dass er sich die kleinen Eierchen aufschlägt, aber er hat ja, glaube ich, gar keine. Dann wenigstens die kleine Schadenfreude haben wir. Da bin ich wie's Feuer. Da bin ich wie's Feuer. Gnadenlos schadenfreudig. So, pass auf. Jetzt probieren wir gleich mal noch den Cutter. Ach Gott, ist das ein absoluter Traum von einem Gebäude. Ich bin so doof. So, Lochcutter. Ah doch, guck mal. Ah, da müssen wir aber ein bisschen dran lassen noch hier. Es reicht gerade, es reicht gerade. Da mache ich jetzt hier ein Loch rein. Nee, oder? Nee, oder? Das hat ja super geklappt, Alter. Wo kommt die Feder jetzt her? Boah, ich krieg gerade voll das rote Gesicht, mir durchblutet's alles. Gibt es die Funktion Undo? Ich habe so keinen Bock mehr jetzt. Ich habe so keinen Bock mehr, aber wir haben noch Zeit. Ich mache jetzt noch nicht aus. Haja. Es bleibt also auch in dieser Folge bei 4 Wänden, Leute. Eine oben. Ey, macht er so große Löcher? Naja, super. Jetzt sind wir natürlich sicher. Also jetzt kann uns nichts mehr passieren. Ach, du Scheiße, Alter. Ja, Verzeihung. Da brauche ich ein Thumbnail. Komm, dann machen wir ein Thumbnail. Das ist so ein geiles Teil, was ich da gebaut habe, oder? Seid ehrlich. So. Ja, so nehmen wir's. Alles klar, sorry. Naja, das war eigentlich gedacht dafür, dass ich da ein Ding hochbaue. Ey, das sieht jetzt auch so eklig abgefranst aus. Ey, leck mich am Arsch, ich reiß die Hüte ab. Wir gehen hier weg. Wir gehen hier weg. Wir bauen oben, wo die nicht hochkommen. Hier oben bauen wir. Fertig, aus, Schluss. Scheiße, hier kotzt mich so an gerade. Ja, geh doch kaputt, dummes Stück. Wenn ich ein Feuer legen könnte, würde ich ein Feuer legen.
Jetzt dauert es auch noch ewig, das abzureißen, oder was? Ey, du's. Alter, ist ein Riegel, wenn du nicht fähig bist, deine eigene Hütte abzureißen. Das kotzt mich so an. Hau das Ding kaputt. So. Ah, jetzt geht's mal besser. Jetzt geht's mal besser. Jetzt geht's mir zumindest besser, Männer und Frauen. Oh, so eine Scheiße. Ey, was ist das bitte? Das ist der Regrow-Mode, 100 Pro. Ich habe sowas noch nie gemacht. Jetzt lasse ich Bäume hier nachwachsen. Jetzt kommt alles, die halbe Welt über meinen Zaun. Der Lochkater reißt mir die halbe Wand raus. So eine Scheiße, echt. Hier, mach auf, die können ruhig reinkommen. Jetzt kein Bock mehr, mich zu verstecken. Wir gehen da hoch. Wir gehen da hoch. Und das hier, so wie es ist, lasse ich es hier. Damit die denken, oh, hier, es ist nicht viel besser wie das dumme Zelt von den Typen oben. Echte. Komm, Wagen, wir fahren hoch. Lass uns hier nichts mehr erzählen. Von den idiotischen Dies. Freue ich mich über eine Rüstung. Was kriege ich als Belohnung? Eine Horde. Freue ich mich über eine zweite Etage. Was kriege ich als Belohnung? Jetzt weiß ich wenigstens, wie man sowas abreißt wieder. Hier fahren wir hoch. Da oben geht's hoch. Und da werden wir wunderschön wohnen. Da sollen sie angesprungen kommen. Da baue ich einen kompletten Zaun außenrum. Komm, gib Gas, Alter. Verlass mich du nicht auch noch. Hier. Tja, vielleicht war die erste Idee doch nicht die blödste, aber da habe ich halt einen scheiß weiten Weg da hoch immer. Guck dir die Hütte an! Und guck mal, wie schief ich das Loch gesetzt habe. Kein Wunder, da hätte ich auch die Wand eingerissen. Weißt du, wenn ich jetzt hier uns zuzäune. Wo war denn der erste Gedanke da drüben, gell? Ich will da unten nicht mehr sein jetzt, das langt mir schon. Nee, nee, wir nehmen es als Vorposten. Ich werde das du unten halt abreißen dann. Wir nehmen das als Vorposten. Dann machen wir hier, haben wir dann eine Wand schon mal zu. Und dann ziehen wir hier einen Zaun rüber. Ich kotze mich das Ding da unten an nicht. Wie ich mich gefreut habe drauf. Wie viele Bäume da drin stecken. Was ist, wenn wir hier zumachen? Weißt du, weil hier kann er ja nicht wirklich, obwohl die können wahrscheinlich klettern, die Mistkäfer, die dreckigen. Ha ja. Alter Schwede. Jo, das muss ich mir jetzt überlegen. Das muss ich mir jetzt überlegen, was wir da jetzt machen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ja, das hat ja nicht gereicht, stimmt ja. Hatte ich nicht da unten noch eine auf dem Feuer liegen? Ich will nicht da hoch. Ich wollte die Hütte hier. Jetzt habe ich aber ein Loch in der Decke, das hässlich ist. Naja, gut, damit könnte ich leben. Kann ich die Wand wieder da reinsetzen? Alter Schwede. Custom Building. Ah, fuck. Das war sowas. Ja, egal, das geht ja trotzdem. Ach Gott, hey. Warum steht denn das hier so raus? Das ist alles andere als wunderschön, Mann. Ich dachte noch, die Krebsen vorm Zaun rum. Nö. Das geht ja gar nicht, was ich hier mache. Alter. Was ist, klemmst du jetzt auch schon? Ich
muss es nochmal setzen. Und zwar Custom. Mann, Mann, Mann. Ich überlege jetzt gerade. Ja, das war ja auch nicht ganz gerade, ne? Das war mal ja hier so gesetzt. Oh ja. Das ist doch okay, oder? Nee, das ist nicht okay. Guck mal, wie das aussieht, Mann. Gott, ey. Da oben wäre übrigens ein Baum, ne? Nur zur Info. Hier oben ist ein Baum und da könnte man wunderschön ein Baumhaus hinbauen. Mit Baumhäusern kenne ich mich aus. Die bauen sich nämlich von allein. Nee, du brauchst mir hier nichts anzeichnen. Ich weiß schon, was ich mache. Wie man sieht. So. Nee, lass es doch hier. Wie sieht es jetzt aus? Sagen wir mal so, wir kriegen das wahrscheinlich hier zu. Da ist ein Loch dann drin, das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Das ist doch oberscheiße. Oh. Tja, willkommen im Wunderland, Leute. Willkommen im Wunderland mit eurem Voucher. Mit eurem Baukönig, mit eurem Baulöwe. Wieso macht er das immer so abgeschrägt? Das gibt bestimmt geile Ideen, wie man damit richtig was Cooles baut. Ich will es aber so. Wenn, dann will ich so. Vor allem hätte ich es gern einfach dicht. Ich meine, das sieht... Ah, das ist doch ein Traum, oder? Guck mal. Das ist ein absoluter Traum. Ich kriege ja oben gar keine Wand hin mit dem Loch, ne? Ja, wisst ihr was? Ich glaube, die Folge hat genug Action gehabt. Ich überlege mir jetzt bis zum nächsten Mal, ob wir das Ding hier retten, das immer hässlicher wird. Ob wir es retten. Eigentlich sollten wir es schon probieren zu retten. Ne? Guck mal hier, wie knapp. Ja, ich versuche, ich mache mir Gedanken. Entweder retten wir das hier unten und dann müssen wir aber mehr Defensive da vorne aufbauen oder wir ziehen hoch. Eins von beiden, ja. Ich wollte nur noch mal bemerken, wir hatten also tatsächlich schon eine Decke drin. Bis zum nächsten Mal.